wird nur gelingen, wenn das Ausmaß der Zuwanderung begrenzt wird. Wir brauchen diese Begrenzung der Zuwanderung, um die Solidarität in der Bevölkerung zu erhalten, die erfreulicherweise nach wie vor hoch ist, für die ich mich auch bedanke. Wir brauchen die Begrenzung für eine erfolgreiche Integration auf der Basis unserer gemeinsamen Werte. Und wir brauchen die Begrenzung der Zuwanderung, um unsere innere Sicherheit zu gewährleisten. Wir werden diese Vereinbarung für Augen der Flüchtlingspolitik. Wir haben uns außerdem darauf verständigt, dass sollte der Bund nicht bald wirksame Maßnahmen ergreifen, um den weiteren Zuzug von Asylbewerbern zu begrenzen und dadurch die eigenstaatliche Handlungsfähigkeit der Länder gefährden, Bayern sich vorbehält, den Klageweg zum Bundesverfassungsgericht zu beschreiten. Mittel zur Verfügung, dass in diesen Bereichen der allgemeinen Verwaltung ein Kernbestand gelingender Integration, das wird das Gesetz auch ausdrücken. Wir wollen als weitere Maßnahme, als Notmaßnahme von der Bundesregierung klar erwarten, wenn diese klare Befolgung der EU-Standards, des EU-Rechts von Schengen und Dublin nicht umgehend hergestellt werden kann, dann muss die Bundesrepublik Deutschland davon Gebrauch machen, Flüchtlinge unmittelbar an der Grenze zurückzuweisen. Das ist sowohl nach europäischem wie nach deutschem Recht möglich. EU-Standards, des EU-Rechts von Schengen und Dublin, nicht